Hallöchen YouTube, wir sind wieder bei Let's Play Darksiders 2 und ich habe sogar richtig gesagt, wow. Und wir gehen jetzt einfach mal rein, würde ich sagen. Kannst du das nicht irgendwie epischer machen oder so? Wahrscheinlich nur ein ganz kleiner Raum. Mit zwei... Es ist kein Nachteil, irgendwie zufälligerweise. Das kommt da nämlich ein bisschen suspekt vor. Dass hier einfach so zwei Truhen sind und kein Nachteil. Einfach so. Ja, das... Wahrscheinlich kommt jetzt ein Boss und der schlägt mich sofort. One Hit. So ein Overkill-Boss und sowas. Nee, da ist nicht viel los. Aber da kann ich rüber, nehme ich mal an... Oder nicht? Nicht darüber? Was? Nee, hä? Ah. Warte mal. Kann ich? Mal die exhumieren, wenn ich die beschwöre. Habe ich denn keinen, oder wie? Ja, da werde ich wohl von später irgendeinen Skill dann brauchen. Okay, dann vermerken wir uns das. War jetzt total sinnvoll, dass ich das jetzt so auf den nächsten Part verschoben habe, weil es ist ja, sehr, sehr viel war das, ne? Wie man ja gesehen hat. Auch wieder ein bisschen an. Wie gesagt, dieses... ich dachte, ich hätte ein bisschen mehr Leben. Frechheit sowas. Da hat er mich getroffen. Diese Sau. Ach, da kommt auch daher. Ist ja nicht gerade vorteilhaft. Mit anderen Streunern ist, glaube ich, schon so ein bisschen besiegt, ne? Glaube ich zu wissen. Das auch mal, danke sehr. Ach, der, genau. Nee, ganz ruhig. Komm her. Ha! Also gedacht, das trifft mich, ne? Oh. Naja, die kann ich auch noch verwenden, ne? Ganz vergessen. Ach! Ich dachte, das geht. Nein! Ich weiß, ich bin total ein Noob. Aber hey! Dann passt das zumindest zu meinem üblichen... Spielstil. Zu meinem üblichen Spielstil, was ist dann? Was habe ich denn hier bekommen? Ich habe bekommen einmal das hier, das mehr Schaden macht. Schockschaden halt nicht. Ich weiß noch nicht, ob der Schockschaden, also so Elementarschaden, gibt es wahrscheinlich verschiedene, ob der jetzt gleichwertig mit dem Schaden ist oder eben nicht. So wäre es eben 43 bis 51. Und ist dann sowieso noch höher als das, also... Also niederwertiger wird es wohl nicht sein, weil eben es wäre ein bisschen... Ne, und ist schon so, aber... Kritische Schaden oder Zornkosten? Magie. Machen wir mal einfach. Ist jetzt nicht so schlimm. Würde ich mal behaupten einfach... Und hier... Erfahrung. Boah, nimm mal Erfahrung. Erfahrung ist nicht zu unterschätzen, meine Herren und Damen. Und generell alle, die zusehen. Und auch vielleicht Leute, die nicht zusehen.
Ich komme mir vor wie in einem so ein Western-Spiel oder sowas. Ich schieße den ab, während ich auf meinem Hengst dahin reite. Komm her. Komm her. Ja. Kommt mir wirklich vor. Ist das neu gespawnt einfach? Dieses Ding. Frechheit. So, greifen wir wieder ein bisschen an. Und schon ist er weg. Wenn es in so einem Fall, der ist ja ganze 20 Meter geflogen oder so. Wenn der jetzt was getroppt hätte, wo wäre das gewesen? Hier oder da hinten? Frage ich mich gerade mal so nur so. Nee, das war die falsche Taste. Greif an! Komm, gib mir Leben. Und Items, danke. Und Geld und Erfahrung. Ach, das ist doch nett zu mir. Ich brauche aber ein bisschen mehr Leben. Ich habe irgendwie so ziemlich gar nichts. Gerade kommt mir vor. Habe ich so ein Gefühl. Was hat er jetzt wieder gedroppt? Schauen wir mal. Habe ich denn nicht gerade was? Ach, warte mal. Das habe ich jetzt gerade an, ne? Ja, nehmen wir das natürlich. Natürlich, natürlich. Mal, wer hat das nochmal gesagt? Natürlich, natürlich. War das irgendjemand Bekanntes oder so? Ich weiß gerade gar nicht. Aber ist ja, glaube ich, auch egal. Wer ist denn schon bekannter als ich? Ich meine. Ach ja, da hinten die Truhe auch noch. Hm. Ach ja. So, reiten wir mal, wie versprochen, wie gesagt, diesen Weg hier entlang. Hier ist nichts, okay. Hier drüben ist demnach wahrscheinlich auch nicht viel mehr. Ich brauche mehr Zorn. So, warte mal, diese hier sind eben nicht die, genau. Ich habe nur gerade nicht gewusst, ob das diese komischen Magiesteine hier sind. Ich glaube, die waren lila, ne? Nicht blau. Oder irgendwie so. Die können wir ja schon sammeln. Wie komme ich denn eigentlich da hoch? Ups. Hm. Ich glaube, ich habe was zu schneiden ist dann. Ich muss nur mal kurz. Ich beende mal kurz die Aufnahme und schneide dann und gehe mal kurz offline, ne? Ist ja klar. So, da sind wir wieder. Tut mir leid für diese kurze Unterbrechung. Ist ja, wie gesagt, ihr kennt das von mir. Nee, das ist so ein Stein, glaube ich, ne? Da bin ich mir sogar relativ sicher. Ja! Steinpissen! Hui! Das war's. Ich habe jetzt nicht gerade. Ne, ich, blau funkeln, glaube ich, war's, ne? Ich habe jetzt gerade nicht so genau geschaut. Gehen wir einfach mal da entlang. So, ich hoffe ja. Ach so, hier sind so ein paar Gegner. Ach, das ist auch ein Angriff. Achso, ist keiner mehr da. Okay. Was ich sagen wollte, ich hoffe, ich vergesse nicht, das zu überdecken. Ich werde jetzt dann einfach irgendwelche Bilder reinpacken von, keine Ahnung. Irgendjemanden, den keiner mag oder so. Ich nenne jetzt keine Namen.
So. Warte mal, hier war... Ach so, nee, das war wahrscheinlich, weil... Genau. Okay. Gut, also sind wir schon in dem Dungeon jetzt gerade. Ist ja schön. Ach, hier plätschert's raus. Hier auch. Da. Da. Und da. Da. Da nicht. Da auch nicht. Warum die linke Seite? Ich mag die linke Seite viel lieber. Ja, gehen wir einfach mal rein, würde ich sagen. Weil hier draußen... Draußen ist ja anscheinend nichts. Geht ja ganz schnell, ne? Dieses Auto-Aim. Cheater. Aimbot. Nee. Natürlich nicht. Ist ja klar. Das macht das Spiel von selber. Das ist gar nichts. Okay. Daraus kann ich wahrscheinlich auch nicht, demnach. Ja, würde ich einfach mal sagen, gehen wir mal den Weg entlang, bis irgendwas kommt, was ein bisschen interessanter ist. Ach, der ist schon... Es geht mir irgendwie ein bisschen zu schnell hier mit den Gegnern. Also ich meine... Ja, ich verliere zwar die ganze Zeit Leben und ich bin zwar irgendwie total noobisch und lass mich die ganze Zeit treffen, aber irgendwie kommt es mir doch zu einfach vor. Also ich habe das Gefühl, dass es extremst einfach ist, auch wenn ich die ganze Zeit quasi tot bin. Kommt halt wahrscheinlich von den Stalkern. Stalker sind nie gut, ne? Achso, die Map hat nur einfach geupdatet. Okay. Ja, okay. Hier gehört demnach wieder ein Ball rein. Ein Bällchen. Und hier... kann man gar nichts machen. Würde ich mal sagen. Ganz spontan. Ja, sieht so aus. Ich hab schon anfangs gedacht, dass man da vielleicht hochklettern kann oder so. Aber anscheinend ja nicht. Gut, dann wird der Ball wohl in die andere Richtung sein. Achso, hier, ganz offensichtlich. Wer hätte das erwartet? Wer hätte es erwartet, dass... Das ist kein Ort für ein Pferd. Ach nee. Ich komme mit meiner eigenen Steuerung nicht klar. Das ist schrecklich. Ah, okay. Boom. Achso. Auf wen hast denn du da gezielt, Tod? Tja. Du verwirrst mich. So, hier. Haben wir das auch? Ist das Schloss offen? Beziehungsweise die... was auch immer Verriegelung. So. Was weiß die Pointe von diesem, Achso, großer Raum. Ja, ist schon klar. Ich dachte gerade nur irgendwie, das hatte irgendwie ein... Ich weiß nicht, wie ich drauf komme, aber ich habe irgendwie jetzt gerade erwartet, dass das so einen unglaublichen Sinn hat. Und so. So, komm her. Komm her, du Ding. So, hier. Schluck das! Ja, ich könnte mal wieder ein bisschen Leben auffrischen, fällt mir gerade mal so auf. Ah! Okay, warte mal, warte.
Nee, hä? Hier kommt man einfach nur rauf, würde ich sagen. Schauen wir einfach mal nach, was hier ist. Hier ist ein Geheimgang. Der führt zu... Wohin eigentlich? Mal sehen. Achso, hier. Es ist ja nett. Hier kommt man wohin? Wahrscheinlich komme ich hier nicht rauf, ne? Ist klar. Irgendwie. Hier komme ich also nur runter. Woher auch immer. Komme ich da rauf? Ne, da komme ich nicht rauf, ne? Von hier wäre es theoretisch möglich, aber ich habe so das Gefühl, dass das, ne, ja, ne, unsichtbare Wand ist. Ja, gut, dann würde ich sagen, hier bin ich ein bisschen verfrüht, aber ist ja kein Problem. Oder so. Wenn doch, ist es ja mein Problem, ne? Dieser schießwütige Tod, also ehrlich. Und ich muss bei dem auch noch die Kamera spielen, weil der macht das alles von selber, ne? Ich bin ja fast sinnlos. Das ist wie ein Commentary. Das ist kein Let's Play mehr. So, gehen wir wieder hier rauf, würde ich sagen, damit wir auch nichts verpassen. Hallo? Danke sehr. Also manchmal komme ich mir schon ein bisschen getrollt vor von... Ja, hier zum Beispiel. Ist sehr nett, ne? Zack, haben wir nochmal ein bisschen drauf. Was hat er da eigentlich nochmal für ein Zeichen über dem Kopf? Ach ja, ich wollte ja noch Leben auffüllen. ja. So viel dazu. So, hier, jetzt mal. Ein bisschen haben wir jetzt ja aufgefüllt, ne? Mal, hatte ich hier nicht einen Skill, mit dem ich mich heilen konnte, sonst noch? Ernte. Nee, ich glaube, das war... Ich komme schon ganz durcheinander bei den ganzen Spielen, die ich spiele. Also, ich meine jetzt nicht auf YouTube, sondern generell, ne? Ist klar. Hey, das war gemein. Das war sehr gemein. Komm, dafür musst du, wann schieße ich dir eigentlich immer so weit? Ich wüsste nicht, dass ich da irgendeinen Skill oder sowas bekommen hätte. Und wie komme ich hier... Achso, okay. Die Frage hat sich also geklärt. Komm zu mir, mein Stein. Stein der Mystiker. Die heißen, glaube ich, alle so, ne? Nee, oder? Weiß ich gerade gar nicht, ist ja egal. Ist ja egal, ist wie alles, ne? Gut, also hier in der Kiste haben wir. Machen wir die mal... Danke. Achso, hier, also... Okay. Hier geht's also demnach noch weiter. Warte, das geht, glaube ich, sogar. Ich kann das. Nee, ich kann das nicht, okay. Dann eben nochmal von hier unten. Ja, du packst das, du schaffst das. Ich glaube an dich, Tod. So, hier runterfallen lassen, bevor man hier drüber springen oder so. Hier war wahrscheinlich nichts mehr, ne? Nehme ich einfach mal an. Ach ja, hier war noch die Truhe hier.
Hier, so. Danke sehr. Sollte man natürlich auch noch mitnehmen, solange man es noch im Gedächtnis hat, irgendwie. Wie sieht eigentlich die Statue aus? Ich habe gerade irgendwie so wenig geschaut. Kommt mir vor. Also ich habe nicht drauf geschaut. Vielleicht war die Kamera drauf, aber ich nicht. Ich habe da nicht drauf geschaut. Ach, geht sogar so. Ist ja nett. Jetzt müssen wir halt dann hier durch, ne? Ne, hier können wir sogar drüber. Okay. Ist gut. Ist gut, ist gut. Und hier kommen wir nicht durch. Nee, anscheinend nicht. Okay. Gut, dann einfach mal hier entlang und... Ja. Nein! Wollte da hinten noch hin. Weil da war irgendwas, glaube ich. Ach ja. Wie das steuerungstechnisch so kompliziert sein kann. Beziehungsweise kompliziert gemacht werden kann. Und hier kann man wahrscheinlich auch nicht hin, nehme ich an. Oder kann man hier hin? Kann man hier hin? Ich bin ja irgendwie... Ich bin generell... Oh, ach komm, leck mich. Ich bin ja generell in RPGs irgendwie ein bisschen neugieriger, ne? Wahrscheinlich als einziger weltweit und so. Warum laufe ich eigentlich nochmal hier rauf, wenn ich es eigentlich lassen... Okay, dann probieren wir es noch einmal. Dass ich es wahrscheinlich auch wieder verkacke und... Ja. Okay. Ah, genau, ich muss hier rauf. Ja, ich komme mir manchmal ein bisschen, naja, schwachköpfig vor. Schwachköpfig, gibt es das Adjektiv? Ho, ja, ich sage einfach mal, das gibt es jetzt als Adjektiv, spätestens ab jetzt. Achso. Ist ja auch immer so interessant. Wie schafft man das, wenn man die Steuerung noch im Kopf hatte, gerade ein paar Sekunden davor oder so, dass dann auf einmal hier in den zwei kann ja auch noch was drin sein, so gesehen, dass man dann auf einmal nichts mehr im... Ach, hier kann man noch... Ah, das machen wir noch schnell. Und hier ist nichts drin, wie es aussieht. Okay. Einmal hier kann man, glaube ich, auch runter. Perfekt. Yay. Seite des Buchs der Toten, ja. Ich hätte jetzt, weil sie automatisch dann wieder so rüberwechselt. Also, ich meine, dass man eine Maus hat statt einem, naja, Ansicht oder so. Ach, da muss man sogar... runter. Oder nicht? Ich glaube. Okay. Habe ich zumindest das irgendwie auf die Reihe bekommen. So, sag mal, hier ist wahrscheinlich nichts drauf, hoffe ich mal. Also drunter. Unter dem halt. So, nee, hier scheint... Hier wollte ich nicht mal hin, aber hier scheint nichts zu sein. Nee, komm, es. Vergiss es, ich will nicht mehr darauf. Ja, gut, wie gesagt, jetzt haben wir, glaube ich, hier in diesem Raum... Haben wir hier alles? Ich würde schon sagen, oder? Also war da drüben noch was? War da drüben noch was oder nicht? Hier, weil hier konnte man, glaube ich, nur runter und sollte eigentlich so rüberkommen. Aber so war ja, glaube ich, nichts mehr, ne? Ich schaue von oben nochmal. Kurz. Und wenn da nichts mehr ist, dann gehen wir einfach in den Raum hier oben rein. Weil, den habe ich ja vorhin angekündigt, dass wir den ein bisschen ausspähen, ne? Da werde ich das einfach auch mal machen. Wenn er dann wieder runter will, genau. So, hier Hammer, 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 Hammer. Nichts, was ich sehen könnte. Okay, dann gehen wir hier rein. Ach, hier ist er offen. Fällt mir gerade mal so auf. Schön. Finde ich schön, dass heute nicht regnet. Es wäre ein bisschen... Ach, warte mal, hier... Ach ja, genau, das haben wir ja... Das haben wir... Haben wir das schon? Nee, haben wir nicht.
Nee, aber nicht, das machen wir jetzt. Ja, ich bin verwirrt wie immer. Kennt man ja, ne? Natürlich alles in der Folge getrasht. Als wäre ich jemals verwirrt. Verwirrt. So. Gehen wir mal hier rauf. Hier kommen wir nicht rauf. Das ist ja mal schön. Nee, ja. Achso, hier ist nichts los. Okay. Es könnte doch eigentlich gekennzeichnet sein, wenn es irgendwo nicht weitergeht, dass dann einfach da steht, hey, hier geht's nicht weiter. Und dann würde man nicht so viel Zeit verschwenden hier. Also, ja, kann ich auch gleich runter, ist ja Zeitverschwendung. Wo geht's denn jetzt lang? Sieh nach, was du finden kannst. Also. Da lang. Zeigt da eigentlich verschiedene Sachen, wenn ich das nochmal klicke? Nö, anscheinend nicht. Also nur den Weg, wo ich hin muss. Okay. Hier war ja noch was, ne? Keine Gegner in Sicht, keine Gegner in Sicht. Ah, hier ist die Truhe, okay. Dann knacken wir die mal auf und bekommen ein bisschen was, würde ich sagen. Zum Beispiel eine Zweitwaffe. Oder zwei Zweitwaffen. 176 Zweitwaffe. Ich habe derzeit das ausgerüstet, ne? Glaube ich. Ja, sollte stimmen. Verteidigung 36 Rückstoßkraft. 71. Ist das ein Effektivwert oder wie? Hier 91? Nee, ist es nicht. Ich habe keine Ahnung, was ich hier auswählen soll oder wie das irgendwie. Wenn ich zumindest wüsste, wie das ungefähr berechnet wird, dann würde ich mich schon sehr viel leichter tun, eine Waffe auszuwählen und so. Warte mal. Hier geht's rauf. Komm. Komm schon. Ich sehe doch, dass hier noch auf der Map weitergeht. Oder nicht? Kann man hier nur runterspringen oder wie? Das ist ja enttäuschend. Naja, gut, ich... Oh, also... Oh. Ich habe mich gerade ein bisschen sehr erschreckt, weil ich gerade nur auf die Kiste hier auf der Map und so geschaut habe. Auf einmal flattert dann hier... Hä? Was daher? Achso, ich muss ja wahrscheinlich drüber. Auf die andere Seite. Ach, hier drüben, genau. Komm! Yay! So, haben wir hier auch mal was? Kann man hier rauf? Das habe ich ja... Nee, hier kann man nicht rauf. Okay, das war dann wirklich nur dieses... abgesperrte Dingens. Dieser abgesperrte Weg halt. Hier muss ich rein, also gehe ich hier lang. Ist ja klar. Macht man ja so, ne? Das ist die eiserne Regel des... von mir zumindest. Okay, nicht wirklich eisern. Ich glaube eher so bronzemäßig oder so. Ja. Wenn ich hier... Zeig mir den Weg. Ja gut, reflektieren. Ich wollte nur mal ausprobieren, ob der jetzt dann hier lang fliegt. Also einfach nur zum nächsten interaktiven Weg... Objektpunkt oder so. Nee. Jetzt sind nicht wirklich hier lautere Spawner, oder? Ich brauche mehr Zauber. Haben die, meine, was machen meine Sklaven? Sind die schon tot, oder, Komm. Nein. Na. Ah. Nein. Komm, komm. Gib ihm. Nein. Komm schon. Ich kann nicht mehr große Kämpfe ausführen. Das ist
mir zu kompliziert inzwischen. So, komm her. Trau dich. Achso, war ja noch weiter weg, stimmt. Huh, oh. Bitte kein Boss. Oh. Wow, nee. Ich hab ein schlechtes Gefühl hierbei. Nee, 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 weg, weg, weg. Komm. Nein. Tot. Ach, Mistvieh. Ich hab, nicht unbedingt ein gutes Gefühl dabei. Was ist das bitte für ein Angriff? Das entspricht aber nicht den Turnierregeln. Ja, dein Schild auch noch. Ernsthaft jetzt? Nein! Weg! Ah. Erdfels. Ich nehme mal an, jeder andere hat das innerhalb kürzester Zeit geschafft und ohne einen Trank und sonst was. Aber ich eben nicht, ne? Oh, ich freue mich schon auf den wirklichen Boss von diesem Gebiet. Das wird sehr unterhaltend. Nehme ich mal an. Ich habe jetzt gerade, glaube ich, einen Trank verschwendet wieder, ne? Ich glaube, ich habe mal gesagt, dass man ja in Darksiders keine Tränke verschwenden kann. Aber ich nehme das wieder zurück, weil es gibt ja auch Sequenzen oder Situationen, wo man dann automatisch geheilt wird ohne den Trank. Also weil ich gesagt habe, dass wenn man dann alle Tränke voll hat oder so, man automatisch geheilt wird. Ich glaube, so ist es begründet, aber ich nehme es eben wieder zurück, weil... Warte mal, wenn es hier lang geht, dann geht es da unten in der Mitte gar nicht lang, oder? Glaube ich. Habe ich so ein Gefühl? Los. Anscheinend nicht, ne? Gut, dann ich gehe noch mal ganz kurz hier lang. Ich dachte wirklich, es geht hier lang. Sieh nach, was du finden kannst. Weil es eben wirklich so in der Mitte ist, das ist doch normal der Hauptweg. Ach, diese Entwickler. Ach, warte mal, war das hier? Nee. Ist das was anderes, oder? Ach, da muss ich nachher entlang. Ah, okay. Verstehe schon. Ich laufe gleich wieder zurück. Keine Sorge, keine Sorge. Ja, gut. Ich sollte nicht nur auf Asche vertrauen. Weil der eben nicht sprechen kann, sondern einfach nur krähen und fliegen. Und daher kann der mir auch nicht sagen, ey, da kommst du später sowieso entlang. Ist ja klar, ne? Schöne Berge. Gefällt mir. Bin ja auch selber in den Bergen aufgewachsen. Wilder Streuner. Nein,
Warte mal. Nee, mehr Erfahrung ist mir wichtiger als Zorn. Dings. Ah! Ich kann hier nicht kämpfen, das ist... Sag mal, was ist denn das für ein Kampfbereich hier? Kann man ja nicht kämpfen, Alter. Alter! Ach, ich habe einen Trank bekommen, das ist schön. So mag ich das. So mag ich das. Ja, so mag ich das, so gefällt mir das. Tränke bekommen und möglichst wenig getroffen werden. Ich habe so ein eigenartiges Gefühl dabei. Speichern wir mal kurz. Ne, ist ein Rätselraum, okay. Kommt hier dann ein Boss oder nicht? Ich habe ja Angst vor Bossen. Ja, mal sehen. Hier geht's nicht lang. Ne, okay. Während sie entlang der Wände laufen, können sie Alt drücken, um zu nahen Wänden zu springen und dort weiterzulaufen. Nö, erzähl. Das ist ja was Interessantes und... Ja. Hallo, ich hab doch... Danke. Musst du mich hier so bloßstellen? So. Ja. Ich hab vorhin auch gedrückt, nur irgendwie... Eigenartigerweise wollte er eben nicht. Sonst wäre auch dieses Pause-Bing nicht weggegangen, nehme ich mal an. So, runter hier. Ha! Wie ich zielen kann. Also ich würde ja eigentlich hier drüber springen einfach dann, ne? Eigentlich kommt man locker drüber. Ich meine, da läuft Wände entlang, besiegt Bosse, die für dir nur einen Trank braucht. Bei mir. Und da kommt er nicht drüber oder durch. Ich finde das gemein. Ja, fügen wir uns einfach mal dem Spiel, ne? Danke sehr. Und wir haben einen... eine Verlieskarte. Ja, ist auch nett. Ich hab nichts dagegen. So, ah, hier ist die Kiste. Das ist schön. Und wir bekommen... ein... meine Glaive, ein Schwert oder sowas. Und eine Keule, okay. Dann hier nochmal was Schlechteres und hier... ein kritischer Schaden. Ja, ich würde sagen, ich bleibe bei der Erfahrung. Mit kritischem Schaden habe ich sowieso kein Glück. Also generell habe ich so eher nicht Glück, wenn es um Spiele geht. Ach, das ist ja auch nett. Wir werden... sowohl, ach so, hier hin. Schuss und... Wer hat gesagt, du sollst hier rausspringen? Frechheit. Komm. Yay. Danke sehr. Tot. Ja, ist auch nett. Nee. Hier entlang. Oder so ähnlich. So, dann hier rauf. Hier ist nämlich... Oh. Okay. Ich weiß schon, wie ich das machen werde. Ich roll's mal nicht da rein, weil ich hab so aus... aus einem Spiel, das sich Real Life nennt, habe ich eine schlechte Erfahrung mit. So, einfach mal dagegen knallen, das hilft immer. Und hier war nichts, ne? Ist... nee, hier war nichts gut. Also hier kann man auch rüber. Okay, ist ja. Ist ja nichts Schlechtes. Kann man machen, warum nicht?
Hier glänzt was schön. Kann es sein? Nee, wahrscheinlich nicht. Okay. Hier komme ich auch nicht rauf, ne? Glaube ich zumindest. Also da drüben komme ich nicht rauf. Hier auch nicht. Ich nehme mal an, dass ich hier nicht rüber kann. Auch wenn hier die Map noch nicht aus ist. Ist hier eine unsichtbare Wand. Ja, so geht's einem als Spieler. Das ist schlimm. Ihr wisst ja gar nicht, wie es mir... Warte mal, hier oben ist ja auch noch was. Okay, dann platzieren wir halt die erst noch. Es irritiert irgendwie ein bisschen, dass wenn man das Visier... Ist ja kein Visier, aber wenn man eben so visiert. So rum wollte ich sagen. Dass eben dann die Maus schneller geht. Ich habe gerade gedacht, hier spawnt ein Monster, aber ist Fehlalarm. Das hat funktioniert. Und ich komme jetzt wie hier rüber. Achso, der hat alt was? Nee, gar nicht. Okay. Oder doch? Kann ich hier Sprungdings? Nee, auch nicht, okay. Ich muss doch irgendwie da raufkommen, sonst wär's. Das will mir gerade nicht so klar werden. Wie kann ich hier rauf? Das ist mir gerade... Achso. Wahrscheinlich hier irgendwie? Nicht? Okay. Nicht. Das ist eine klare Antwort. Dann hier vielleicht? Auch nicht. Okay. Hier rüber. Und so? Nein. Ich habe mich schon gefreut. Das ist ja... Wie komme ich denn hier rüber ins erste Schritt? Da muss ich doch raufkommen. Also bitte, hier muss ich doch raufkommen. Das geht doch so nicht. Ich habe einen Bug entdeckt. Nee, keinen Bug entdeckt, aber wahrscheinlich. Oder vielleicht doch. Ich weiß nicht, weil da oben habe ich hier... ich glaube fast, dass da einfach... Ne? Dass da einfach ein anderer Raum ist, durch den... Ach, was mache ich denn? Schwachsinn. Voll lauter abgelenkt sein durch das da oben, habe ich jetzt das da unten irgendwie so vermasselt. So. Nee, ich wollte einfach nur springen. Danke sehr. Das war auch nett. Hallo? Danke sehr. Freut mich. Ach, fast getroffen. Nur ein bisschen andere Richtung und ich hätte es getroffen. Das ist ja... Schade, schade, schade. Hier komme ich auch nicht rauf, ne? Nun, das ist wirklich ein anderer Raum. Ich ist wirklich ein anderer Raum. Muss ich mir jetzt irgendwie Sorgen machen, meine Tränke zu verlieren? Weil ich hatte ja eigentlich, also ich habe immer noch vor, das ganze Let's Play keine Tränke zu kaufen. Nur, wie es eben gerade aussieht... Ups, falsche Tasse. Mir wird das ein bisschen schwer, ne? Also für mich zumindest. Ich wette, hier kommen wieder die ganzen Stecher, glaube ich. Oh mein Gott, die Tür geht zu. Ich kenne das aus Filmen. Ach nee, komm. Ach, da war wohl irgendwo ein Dingens. Ach, die kommen ja gar nicht mich angreifen, das ist ja nett. Das ist ja nett, freundlich von ihnen. Nee, doch, jetzt kommen sie.
Wie kommt das eigentlich, dass die Pistole weniger Schaden macht als... Naja, okay. Okay, ich sehe schon ein. Ich sehe es ein. Ja, hat mir gerade Schaden gemacht. Nein, nein. Ich mag diese Mistviecher nicht. Ach ja, im nächsten, der jetzt kommt, werde ich ein bisschen Leben abluchsen. Abluchsen, abmuchsen. Was auch immer. One hit. Oh. Ist schon der nächste. Luchst mir auch wieder ein bisschen Leben ab. Eigentlich könnte mich ja so gesehen an den auffüllen jetzt. Das wäre allerdings ein bisschen langweilig. Bisschen sehr langweilig. Ein bisschen sehr, sehr, sehr langweilig. Ja, das könnte man noch steigern. Aber zumindest kann ich so wirklich ein bisschen heilen mich und so. Das finde ich ganz nett. Kann es sein, dass ich dem keinen Schaden mehr mache? Nee, doch. Kann nicht sein, okay. Okay, ich hätte eine volle Zahnleiste, fällt mir gerade mal so auf. Ist ja, ne? Ich sollte ein bisschen Spaß mal mit meinem Leben und Zorn umgehen. Na gut, hier geht's lang. Okay. Könnte es sein, dass ich irgendwo einen sehr wichtigen Pfad übersehen habe oder so? Ach, hier was. Aha! Okay, es wäre gar nicht so ungünstig, wenn man einfach einen Kampf schnell beendet, weil dann hat man weniger Chancen, getroffen zu werden, ne? Ich mache das dann anders und scheiß mir in die Hosen. Ist ja auch irgendeine Möglichkeit, aber eben keine gute, ne? Ne, ich möchte noch hier oben bleiben. Danke sehr. Und... Achso, das ist nur eine Hebel, okay. Ich dachte, es wäre eine geile Waffe oder sowas. Kann ich den wieder umlegen? Ich hoffe, ich habe jetzt nichts verpasst dadurch. Aber da ich den nicht wieder zurück umlegen kann, nehme ich mal an, dass es so passt. Ich muss hier hin? Ich habe ihn doch schon aktiviert. Komm, zeig mir wohin. Ich muss hier. Ja. Ich glaube, der verarscht mich ein bisschen. Ich gehe einfach mal hier entlang irgendwie so. Sollte gehen. Tauchen wir mal ein bisschen. Hier war eine Kiste. Irgendwo. Hier. Glaube ich, kann ich rauf, oder? Jawohl. Zum Glück hat man eine Map, dann kann man ein bisschen fauler sein, was das Kistensuchen anbelangt. Aber eben auch nicht immer und unlimitiert. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich komme hier nicht mehr zurück. Beziehungsweise, ich komme hier zu weit zurück. War ich hier schon? Es wird Zeit, dass du etwas findest. Ja, es wird wirklich Zeit, würde ich auch sagen. Wo ist er? Ach so, hier bin ich. Oh, okay.
nicht genug Zorn. Nee, falsch tatsächlich so. Nach, was du finden kannst. Ja, wie ich es vermutet hatte, dieser mittlere Gang ist eben für jetzt. Ah, okay. Jawohl, jetzt können wir da auch rein. Und dafür war das Teil, okay. Ich habe nicht gewusst, dass das irgendwie so ein Abfluss-Dingens, was auch immer ist. Ja, wenn ich im Wasser bin, kann ich... Ich habe es gar nicht gedrückt. Der wollte einfach mal untertauchen. Macht der einfach, ohne mich zu fragen. Frechheit. Ja gut, einfach würde ich mal sagen. Jetzt können wir hier rauf. Da wollte ich ja vorhin unbedingt drauf. Schauen wir mal, was sich hier denn so befindet. Hier mal eher gar nichts. Und hier kann ich mal mit der Kamera rüber. Doch, hier kann ich. Und dann bin ich hier. Und hier kann ich hier rauf, okay. Oh, eine Kiste. Nett, danke. Dann mal einen Trank. Ach, das ist gut. Tränke sind gut. Die mag ich, ja. Verteidigung, kritischer Schaden, Widerstand. Ich hätte um einiges mehr Verteidigung. 20. Dornenverteidigung. Ich werde relativ oft getroffen, daher wäre das nicht so irrelevant. Tja. Hä? Achso, nee. Ich habe versehentlich das Falsche angeklickt. 11 plus 5 plus 3, 21. Okay, Widerstand. Wofür ist der Widerstand? Für magische Angriffe? Ich mache jetzt einfach mal gar nichts. Habe ich gerade einen Köpfler gemacht? Ich glaube, ich habe gerade einen Köpfler gemacht. Das muss ich nochmal ausprobieren. Ein Köpfler. Mal sehen, ob ich mich nur verschaut habe oder nicht. Ja, ganz unten dann. Nochmal ein bisschen drehen. Damit ja auch der Kopf zuerst aufkommt. Nee, das ist ziemlich gesund, wenn der Kopf zuerst aufkommt. Und hier haben wir... Hier geht's dann wahrscheinlich weiter, ne? Ach, hier geht's... Storymäßig entlang. L. Wieso erwische ich eigentlich immer das, wo man storymäßig entlang muss? Ich bin ja gar nicht da oben rein. In der Mitte. Oder muss ich da wirklich ganz erst... Ach, weißt du was? Ich gehe jetzt einfach... Ich kann ja im Schluss auch noch alles durchsuchen. Ist ja kein Problem. Das einzige Problem ist, dass ich die ganze Zeit hin und her wackele wie so ein... Keine Ahnung. Dalmatiner oder sowas. Ich glaube zwar, dass es nicht sehr akkurat ist, was ich jetzt gerade gesagt habe, aber man weiß, was ich meine, ne? Es reicht ja. Oh. Nee. 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 Nicht wirklich. Ja, der Raum ist an sich ganz leicht, nur die Monster eben nicht. Würde ich mal sagen. Ja. Gehen wir einfach mal hier entlang.
Dann haben wir hoffentlich ein bisschen Zeit, noch hier was aufzuklappen. Hier ist gar nichts, okay. Ich möchte das bitte haben. Ach, ich habe jetzt volle Leben, fällt mir gerade mal auf. Wahrscheinlich, weil ich verkackt habe. Und noch ein Stalker. Und ich bin gerade in so einem... Achso, nee, jetzt bin ich auf einmal... Nee, das ist ein Pirsch. Hä? Wo liegt da der Unterschied? Nicht genug Zorn. Ich brauche mehr Zorn. Nein, geh weg, 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 geh weg. Hallo. Ich hab gesagt, geh weg. Das ist Belästigung am Arbeitsplatz. Weil ich verdiene ja extrem viel mit YouTube, weiß ja jeder, ne? Nicht genug Zeit. Weg, weg, weg. Oh. Was haben wir hier? Die Reaper-Gestalt. Die unaufhaltbare Reaper-Gestalt ermöglicht es, Tod riesigen Schaden zu verursachen und auszuhalten. Töten Sie Feinde mit Reaper-Angriffen, um Reaper-Energie... Was? Den habe ich doch schon. Erzähl mir nicht, dass die jetzt automatisch freigeschalten werden würden, Dings. Also das wäre... Nee, das wäre gemein. Das wäre nicht mehr nett. Schauen wir mal. Och ja, war mal was Neues. Nee, hä? Warum habe ich das jetzt hier? Ist es vielleicht, weil jetzt gerade noch der Hauptboss kommt oder sowas? Tomba exekutieren. Hör, ich hab doch... Das hab ich doch angelegt. Alter. Gibt's doch nicht. Zornbar exekutieren. Naja, das kann ich meistens ja nicht brauchen, würde ich mal behaupten. Was? V? Ah, ich kann sie jetzt gerade verwenden. Das ist es. Okay. Es braucht keinen Zorn. Nee, hä? Die ist so... Die ist weg. Ach ja. Warum muss ich es auch einfach jetzt verschwenden? Das ist ja... Ich nehme schon eine Stunde auf. Ist ja nett. Ist halt ein bisschen länger jetzt, ne? Ist ja auch egal. Dann haben wir hier wieder eine verschlossene Türe. Ist ja perfekt, um aufzuhören. Gutes Stichwort, ne? Diese verschlossene Türe. Ich habe den Schlüssel, glaube ich, auch noch nicht. Wenn ich jetzt habe, dann... Da gibt es auch einen Schlüssel. Ja, nee, habe ich nicht. Okay, gut. Dann würde ich sagen... dass wir uns neben diesem Tor beim nächsten Mal wiedersehen und wir werden es dann vielleicht schon beim nächsten Mal direkt aufschließen. Ich wollte schon aufknacken sagen, aber das ist ja... Das gibt's ja in Darkseid das nicht, ne?
Allerdings auch interessant. Und wie gesagt, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und ja, bis dahin.